Hallo und willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ja, schwimm, schwimm im Sommer durch den Fluss. Was kann es Schöneres geben? Wir bringen unserem lieben Freund Alvin seine Spitzhacke wieder, seine Hake wieder zurück, die wir gerade von Falibor geholt haben. Genau, der sich übrigens genauso viel Sorgen macht wie wir. Denn eigentlich sind wir alle der Meinung, dass Alvin viel mehr könnte, als nur für seine Familie zu sorgen, was nichts Schlechtes ist, um Gottes Willen, aber ja, er hat eigentlich andere Interesse. Hi, hi, ich bin zurück, hier ist deine Hacke. Oh, ich danke dir. Hattest du genug Münzen? Ja, Falibor hat es für dich sogar günstiger gemacht. Oh, das ist nett von ihm. Behalte den Rest, denn du hast mir bei ihr mehr als nur eine Gelegenheit geholfen. Du verdienst es, mein Freund. Ui, 30 Münzen, uhu. Und, hast du ein wenig mit Falibor gesprochen? Was gibt es Neues bei ihm? Wir haben ein bisschen geredet. Er erwähnte, dass ein Jäger, den er kennt, nach Käufern für seine Bögen sucht. Wirklich? Ja, bist du interessiert? Ach, ich weiß nicht. Ich habe noch nie mit einem Bogen geschossen. Ich schätze, ich wäre nicht gut genug. Was kann es schaden, es zu versuchen? Du hast so eine komplett andere Herangehensweise an das Leben wie ich. Ja, aber vielleicht hast du recht. Ich muss über all das nachdenken. Gut, ich lass dich jetzt alleine mit deinen Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt warten wir auf den Herbst und schauen mal, wie es dann weitergeht mit unserem lieben Alvin. Dann schmeißen wir jetzt mal die Wildnis-Quest hoch, denn auch Unighost, da passiert jetzt erstmal nichts. Oh, wir müssen die Bäume noch fällen, aber da fehlen uns bloß noch zwei. Und da bin ich jetzt einfach mal ganz dreist und fäll die hier im Dorf, damit ich die Quest hier abgeben kann. Denn die war ja hier und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit ihr nochmal reden müssen oder nicht. Ist jetzt ein bisschen kack, bisschen ungünstig, weil ja, ja, das wahrscheinlich Schattenspender waren und ja, aber gut, da muss man jetzt mal durch. Ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen auch gespannt, ob wir völlig überladen sind. Na, noch nicht völlig überladen. Aber wir haben ja noch zwei. Eins. Rundhölzer. Oh, Tatsache, können wir 8 Rundhölzer mitführen? Nee, wir müssen nicht mehr mit ihr reden. Ja. Dann machen wir uns doch mal auf die Suche nach den Füchsen und den Wildschweinen und können dabei sogar Richtung unserem Dorfe gehen, denn vor unserem Dorf sollten eigentlich genug Wildschweine sein und hinter unserem Dorf müssten Füchse rumlaufen. Das letzte Mal, als ich die Quest gemacht habe, habe ich Ewigkeiten gebraucht. Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt auch nicht explizit nur danach suchen und mich total fixieren, da ich auch möchte, dass wir auf die Ressourcen sammeln achten, ne? Also ich möchte noch Beeren sammeln, um das ein bisschen abzukürzen. Entschuldigung, jetzt war ich so ein bisschen, der Fernseher läuft im Hintergrund und die US-amerikanischen Wahlen sind noch nicht beendet. Und ja, es ist ja doch relativ spannend, wie es halt weitergeht. Und Biden hat inzwischen ein paar mehr Stimmen gesammelt. Es liegt gerade, das ist ein Wildschwein, 248 zu 214 und ja, ihm fehlen nicht mehr viele Punkte. Es bleibt spannend und von daher, so, jetzt gucke ich mal, ob ich, Tatsache konnte ich, ja, ich verstehe es nicht, aber ist egal, ich sag dazu nichts, ne, das ist, mitten im Kopf und es rennt weiter. Ja, ich habe jetzt glaube ich nur noch zwei. Ich mache mir auf jeden Fall noch zwei, falls unterwegs dann doch dem einen oder anderen Wolf begegnen. Genau, und jedenfalls ja, ist ja so ein bisschen schwer abzusehen, wie sich das jetzt wirklich entwickelt, ob beiden trotz der Wahlmehrheit gewinnt oder ob Trump es irgendwie umgehen kann und ja. Hitzig ist es. Überall. So, da ist unsere Baumstumpf
unser Baumstumpffriedhof. So. Nee, nix. Dann laden wir jetzt erstmal diese gesammelten Sachen ab, die wir jetzt hier mitführen. Damit das Inventar nicht ganz so extrem voll ist. Und dann gehen wir mal ein bisschen nach hinten, wo ich eigentlich hoffe, genügend... warte mal, nee, Moment. Wir müssen erst noch... wir machen mal zweimal Brennholz. Wo ich eigentlich hoffe, Büchse zu finden. Das ist hinten bei Denika. Mal gucken. Gab es jetzt bloß vier Brand... Ah nee, ich habe jetzt gerade gedacht, dass wir jetzt hier bloß vier haben. So, die Rundhölzer brauche ich ja nicht. Die Stöcker nicht. Das Leder nicht. Das Fleisch muss ich eigentlich woanders hin tun, ne? Also wir haben jetzt noch vier Speere und wir haben jetzt noch die Steinaxt dabei. Mit 46%. Das sollte eigentlich reichen, selbst wenn wir jetzt mal noch den einen oder anderen Speer bauen müssen. Genau, dann machen wir hier erstmal alles rein. Dann möchte ich nochmal drei Trockenfleisch und vier Kohl essen. Zwiebeln finde ich jetzt roh eigentlich echt ungeil, aber gut, im Notfall würde ich auch das tun. So, jetzt essen wir das hier mal. Naja, dann sieht es doch nicht ganz so schlecht aus. Okay. Ich weiß gar nicht, ob unser... Ja, der läuft wahrscheinlich noch zu uns, aber das macht nichts. Gut, dann gehen wir jetzt erst nach hinten, wo ich mir erwarte und erhoffe, dass die Füchse dort sind, sich rumtreiben. Und auf dem Weg nach vorne gucken wir dann nach den Wildschweinen. Normalerweise ist das mit den Wildschweinen mal kein Problem. Aber hey, oft genug wurden wir schon ziemlich überrascht von diesem Spiel. So. Die Sonne geht langsam unter und dann ja, haben wir den Sommer auch schon fast überstanden, hinter uns gelassen. Sehr schade. Und ich bin, mal gucken, wie der Tag morgen wird, also der im Spiel, der Tag morgen. Aber bisher bin ich ganz angetan. Normalerweise regnet es bei mir den ganzen Sommer durch. Und das ist bisher jetzt noch nicht groß gewesen, ne? Also wir hatten den Nebel. Ach, das war ein Reh. Aber ansonsten ist eigentlich bisher noch nicht viel gewesen. Und das finde ich ganz cool. So. Büchslein. Ja, das letzte, einer meiner letzten Spielstände habe ich tatsächlich hier gebaut gehabt. Da, wo die Büsche sind. Da stand dann auch meine Scheune. Das Einzige, was eben halt wirklich blöd war, hier an dieser Stelle, es gibt hier eigentlich hauptsächlich nur Birken. Eine Birke bringt nur zwei Holz, also ich musste hier wahnsinnig viel Holz sammeln. Viele Bäume umhauen, damit ich irgendwie ein Stück weit vorankomme. Das hat mich wirklich sehr genervt, wenn man so überhaupt nicht vorankommt. Selbst nach dem... 30. Baum hast du einfach immer noch nicht ausreichend genug Holz. Das war schon echt blöd. Es wird übrigens langsam dunkel. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Aber jetzt gucken wir einfach mal, ob wir irgendwo Glück haben und tatsächlich ein Füchschen finden. Und nebenbei natürlich, ja, ihr kennt mich jetzt vielleicht schon ein bisschen, ne? Kräuter sammeln. Es wird schon so sein, dass ich ein paar Kräuter aufhebe für den absoluten Notfall. Ich weiß ja auch nicht, ob sich meine Leute vergiften können. Und dann ist es natürlich schon praktisch, wenn man so ein bisschen was da hat. Ja, mal gucken. Hier treibt sich gerade keiner rum. Also ich werde nicht alles verkaufen. Also besonders bevor der Winter dann heranbricht, möchte ich eigentlich schon dafür sorgen, dass wir von allem so ein bisschen was vorrätig haben. Da ist ein Fuchs. Da auf dem Weg. Mal gucken, ob wir den kriegen. Oh, Tatsache, haben wir ihn...
Oh, Scheibengleise, ne? Das ist halt... Ich weiß auch nicht. Also das mit dem, ja. Mit den Speeren, das funktioniert im Moment nicht. Also ich kam bisher immer relativ gut mit dem Bogen zurecht. Gott sei Dank. Aber alles andere... Jetzt habe ich ihn. Ernsthaft? Also ich verstehe es nicht, ne? Völlig durchlöchert, aber er lebt halt trotzdem weiter. Ja. Da hinten ist ein Wildschwein, habt ihr es gesehen? Es wackelt da so hin und her. So, wie viele? 1, 2, 3, 4 haben wir noch. Aber alle sind recht angeschlagen. Wir brauchen jetzt noch ein Wildschwein und zwei Füchse. Aber ich kümmere mich nach wie vor erstmal um die Füchse, denn die sind wirklich ein bisschen schwieriger zu finden als die Wildschweine. Und wir brauchen ja bloß noch eins. Und nachdem ich jetzt gerade schon eins gesehen habe, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken, dass wir da auf dem Weg zurück einem begegnen werden. Wahrscheinlich begegnen wir dann wieder 3 oder 4 Stück. Wer weiß. Ja, aber Füchse. Füchse sehen echt mau aus, ne? Da ist ein Hase. Tja, und jetzt, wo es auch noch dunkel wird, wird es wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher. Tja. Füchsli, Füchsli, Fuchs, Füchs. Ja, es ist irgendwie immer so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen. Gut, ich meine, wenn nicht, dann verzichten wir jetzt erstmal. Ich möchte jetzt natürlich nicht die ganze Nacht nach dem einen oder anderen Fuchs suchen. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal auf die andere Seite des Flusses gehen. Und dort gibt es auf jeden Fall auch Füchse. Aber natürlich war jetzt erstmal meine erste große Hoffnung, hier auf einem Fuchs zu treffen. Weil ich halt einfach hier welche gesehen habe und weiß, dass es sie hier gibt. Ne? Deswegen guckt man natürlich immer erstmal da, wo man weiß, dass es welche gibt. Aber tatsächlich ist es etwas schwierig. Naja, gut, ne? Tja. Die haben sich gut versteckt. Die Füchse. So. Juhu, wir haben ein neues Level bekommen. Überleben. Das geben wir auch gleich mal aus. Und zwar können wir jetzt unseren dritten Athleten machen. Nee, unseren zweiten erst. Ach, schade. Ein Fels in der Brandung, genau. Halt, stopp. Da, also immer schön fleißig weitersammeln. Gut, ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz ein bisschen umschauen. Aber es sieht jetzt gerade nicht danach aus. Okay, dann laufe ich jetzt erstmal zurück zu unserem Dorf und gucke, dass wir auf dem Weg dorthin das eine Wildschwein noch mitnehmen. Und dann fange ich an, ein bisschen Steine aufzusammeln. Da ist auf jeden Fall das... ja, das Wildschwein. Dann haben wir zumindest das schon mal geschafft. So. Okay. Hatte ich jetzt noch einen? Nee, der ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Genau, es wird ja jetzt auch wahnsinnig dunkel, deswegen, ja, kleinen Moment, würde ich sagen, ich schalte euch wieder ein. Ja, wenn es morgen ist. Doch, ich denke, das macht einfach Sinn. Genau, ich möchte jetzt in der Nacht eigentlich nur... Ich würde jetzt zurücklaufen. Würde Steine sammeln. Und eventuell noch ein, zwei Bäumchen
umhauen, je nachdem, wie es sich von der Zeit her ausmacht. Es ist jetzt 20.40 Uhr, also die nächsten 8 Stunden werde ich jetzt arbeiten gehen. Genau, und ja. Die Folge ist noch nicht lang genug, um sie jetzt schon zu beenden. Das möchte ich nicht. Von daher, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich war recht fleißig in der Nacht. Ich habe viele, viele Steine gesammelt. Viele, 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 viele Beeren. Müsste jetzt an die 400 Beeren auf jeden Fall haben. Johanniskraut habe ich unterwegs eine ganze Menge eingesammelt. Steine. Habe gerade nochmal zwei Bäume umgehauen. Und bin recht guter Dinge, dass wir relativ gut vorbereitet sind auf das, was uns jetzt irgendwie demnächst erwarten könnte. Jetzt bin ich ein bisschen überladen. Upsi. Ja. Wir gehen jetzt zurück zu unseren Häuschen. Ach, ich habe die Näherei freigeschaltet. Das heißt auch, dass wir die Werkstatt schon bauen können. Und das möchte ich jetzt eigentlich auch tun. Und in der Nacht zum Herbst hin, wenn es gut geht, möchte ich gern aus den Steinen, die ich gesammelt habe, die Wurfsteine herstellen. Denn aus einem Stein macht man 5 Wurfsteine. Ein Wurfstein ist 2 Münzen wert, sprich 10, und ein Stein wäre aber nur eine Münze wert. Also man macht einen Gewinn von 9. Man muss sich halt nur ein bisschen hinstellen und dementsprechend sie herstellen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber gut. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Ja. Unser Neuzugang war schon ein bisschen fleißig, möchte ich sagen. Also wir hatten 16 Rundhölzer und ich bin mir nicht bewusst, dass ich so viele Rundhölzer gesammelt habe. 66 Steine ist schon auch echt super gut, ne? Und Stroh habe ich noch gesammelt, ne? Wir müssten jetzt eine Menge Stroh haben, genau. Und ja, jetzt ist dann die Entscheidung, wie geht's weiter? Wir können ja jetzt die Werkstatt bauen. Da brauchen wir 8 Rundhölzer. Ich lege mal schnell noch die Beeren weg und das Johanniskraut, damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, also 600 Beeren. Okay. Und 233 Johanniskraut sind ordentliche Münzen, möchte ich behaupten. Also, der Plan ist ja, dass wir hier die Taverne dann hinbauen, statt der Felder. Die kommen dann natürlich noch woanders hin. Oder vielleicht auch hier so quer hin, je nachdem, wie es hinpasst. Und dann ist eigentlich so meine Idee, ich habe ja gesagt, der Regen kommt noch. Meine Idee wäre eigentlich, dass man dann hier so ein bisschen die, ja, ich sag mal so, sowas wie so einen kleinen Handwerksbereich macht. Ja, also dass man irgendwo hier so ein bisschen im Halbkreis oder was, ne, die ganzen handwerklichen Betriebe aufbaut. Wobei auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass es früher wohl üblich war, dass man die handwerklichen Einrichtungen neben den Häusern hatte. Ne, der muss jetzt natürlich richtig weit laufen von seinem Häuschen. Also wäre die Überlegung, okay, stellen wir die Werkstatt daneben und bauen dann weiter oben nochmal ein Haus und lassen ihn dann umziehen. Und das gefällt mir gerade eigentlich vom Gedanken her sehr gut. 8 brauchen wir jetzt erstmal, ne? Genau. Jetzt habe ich ganz vergessen, haben wir unseren... Nee, wir haben unseren Hammer nicht dabei, ne? Nee. Ist der jetzt noch hier drin? Ja. Genau. Denke, es macht schon Sinn, dass sie einfach nicht so weite Laufzeiten lange Laufzeiten haben und es recht bequem ist, zu den Arbeitsstätten zu kommen. Und von daher, ja, kommt jetzt hier.
drehen. Ein bisschen drehen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und dann hat man hier, ne, und dann kann man, Fähigkeiten nicht, sondern per Technologie. Wir können nämlich einen Zaun herstellen, freischalten. Und dann wäre, obwohl der ist nicht schön, ich möchte eigentlich den da, der gefällt mir besser. Also sobald wir das einfache Haus haben, den Lattenzaun, da braucht halt ein paar Stöcker. Genau, und dann wäre eben einfach die Überlegung, ja, hier so ein Stück Zaun hinzupacken. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich hübsch ausschaut. Von daher, ja, das behalten wir auf jeden Fall so mal im Hinterkopf. Wir brauchen jetzt ein paar Stöcker. Wir nehmen mal ein bisschen mehr mit. Ein bisschen Stroh. Und ein paar Rundhölzer. Ich weiß, ich glaube, 6 werden nicht reichen, aber damit ich jetzt nicht völlig überladen bin. Und dann bauen wir das Häuschen fertig. Und dann, ja, könnte man tatsächlich auch schon die Steinchen herstellen und verkaufen dann im Herbst. Die uns ja doch hoffentlich ein bisschen was an Einnahmen bringen. Ja, ich möchte natürlich gucken, dass wir irgendwo ein paar Dinge uns besorgen, um Sachen herzustellen. Zum Beispiel für den Bogen brauchen wir einen Leinenfaden, ne? Der kostet nicht besonders wenig. Ein bisschen rumlaufen möchte ich eigentlich und gucken, dass wir noch weitere Dorfbewohner dazu holen, ne? Und ja. Ich glaube, einen noch, oder? 2? Ich nehme mal 2 mit. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Nee, es wäre jetzt tatsächlich nur einer gewesen, aber es ist nicht schlimm. So. Und jetzt ist unsere Werkstatt fertig. Das ist richtig cool. Ich bin auch schon, dass sie das hier ein bisschen überarbeitet haben. Die Kiloanzahl ist bei einigen irgendwie anders. Genau. Ah, okay. Das ist jetzt dann schon cool, dass es jetzt so viel gibt, ne? Die Schaufel. Wir machen uns auf jeden Fall dann noch die Schaufel, denn ich habe da ja noch eine ganze Menge an Baumstümpfen, die ja zu Rundholz verarbeitet werden möchte. Genau, das heißt, wir machen jetzt hier, schmeißen wir erstmal alles. Was ist jetzt? Ja, hallo? Irgendwie komisch. Hatte ich jetzt, seltsam. Hat er nicht aufgehört. Naja. So, wir brauchen die Schaufel. Genau. Und dann sage ich jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.